Wir gehen jetzt wieder hoch ins Hauptstudio zu Markus, der mit einem weiteren Panel auf uns wartet, zu einem sehr spannenden Thema in der Region Bern. Dessen Titel mir leider gerade abhanden gekommen ist, aber Markus wird es in 3 Sekunden sicherlich wiederholen. Bleiben Sie dran. Ja, herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren, hier im grossen Festsaal im Erlacherhof. Die Zeit ist schon ein bisschen vorgeschritten, wir sind inzwischen Nachmittag um 4 und kommen zu einem Thema, das wir heute schon diverse Mal haben gestreift oder diverse Mal sicher schon gehört haben, nämlich das Wort Smart City oder der Begriff Smart City. Wir reden in der nächsten halben Stunde über Smart City, Bern als Teil der Hauptstadtregion. Und wir haben hier volles Haus quasi, ja, 5 Gäste bei mir. Und bedanke mich, dass ihr alle da seid. Da haben wir zum Ersten die Andrea Dömeron, Gemeinderätin von Stadt Thun. Guten Tag. Ja. Dann haben wir den Lorenz Jacki, Geschäftsführer von Hauptstadt Region Schweiz. Dann Roberto Capone, Leiter von Digitaler Verwaltung vom Kanton Bern. Guten Tag. Gefolgt vom Stefan Haller, BFH, nicht direkt, der BFH-Professor, ich wollte sagen, Entschuldigung. Und schließlich der Jonathan Gimmel, Leiter Digitalstadt Bern. Herzlich willkommen. Ja, Smart City, der Begriff ist mir jetzt heute diverse Mal um die Ohren geschlagen worden. Bevor wir schnell erörtern, was mit Smart City genau gemeint ist, möchte ich schnell von Frau Dömeron wissen, Smart sei nicht automatisch auch digital oder digital ist nicht automatisch auch smart. Warum nicht? Soll ich ein kleines Beispiel bringen? Es bringt mir nichts als Bürgerin, wenn ich Dienstleistungen im Internet bestellen kann, per Formular, aber nicht Dienstleistung als solches muss am Schalter noch abholen, weil einfach Unterbrüche drin sind. Also es ist schon nicht bis zum Ende durchdenkt und das klassische Mail, das ich bekomme und als erstes drücke ich es 5-mal aus, voilà, genau. wär nicht das Ziel. Sehr schön. Jonathan Gimmel, Smart City oder Smart City Bern, was ist denn damit genau gemeint? Ich habe nachgelesen, Verknüpfung von Transport, Energie, Kommunikation, das Thema, das den ganzen Tag schon begleitet, die Vernetzung, das Übergreifende, das digitale Leben, eigentlich in jeder Form, ist das so die Smart City? Ich glaube, der Begriff Smart City, und darum sind wir ja so breit da, beschreibt eine Absicht, dass wir eigentlich auch die digitale Technologie, aber eben nicht nur als Technologie, sondern auch als Erkenntnis, wie Abläufe aussehen wollen, nutzen, dass unsere Gesellschaft das Konzept von nachhaltiger Entwicklung, also ökologisch, ökonomisch und insbesondere auch natürlich betreffend der Demokratie, wollen weiterbringen. Das ist ein Begriff aus den 2000er Jahren, wo man gemerkt hat, wenn wir wirklich nachhaltig sein wollen, also nicht nur im Kleinen, dann müssen wir auch im Grossen zusammenhängen, zusammendenken und die Lebensräume vernetzen und dort innen wirklich zu versuchen, die konkrete Lebenssituation der Menschen zu verändern. Das ist ja das, was Andrea Dömeron angesprochen hat. Also nicht ein Konzept schreiben, sondern wirklich schauen, was braucht der Mensch und wie kann ich den Mensch, also seine Lebenssituation verbessern durch mehr Inklusion und andere Themen. Genau das Wort Smart City. Also wie wir es heute erleben an diesen Digitaltagen, ein Verständnis von einer gemeinsamen Gesellschaft, die das Bestmögliche sich zu nutzen macht. Herr Haller, hat das Gefühl, der Mensch will das oder muss man ein bisschen zu seinem digitalen Glück zwingen? Das ist eine gute Frage. Man kann es falsch machen. Wenn man so wieder aufzwingt, dann wird das wahrscheinlich kein Erfolg sein. Also ich denke, man muss schon die Leute mitnehmen und deshalb wirklich auch transparent agieren und nicht irgendein schönes. Also ich bin Ingenieur ursprünglich und ich weiss Technikfaszination, aber das wird wahrscheinlich schief gehen, wenn man es einfach da rein sagt, hey, das müsst ihr nutzen. Gerade heute Morgen haben wir ein Gespräch gehabt im Bereich
Digitalität und Digitales im Alter zu helfen. Und auch dort ist es sehr wichtig, dass man halt die Leute mitnimmt. Und die IT-Technik ist eine Unterstützung, die schlussendlich mithelfen soll, damit die Lebensqualität der einzelnen Leute wirklich gesteigert werden kann. Roberto Capone, wir reden von Smart City oder von Smart City Bern. Wie es zu Zunab aussieht, schauen wir nachher noch an, Frau de Meuron. Aber schlussendlich, die einzelne Stadt nützt ja nichts. Es muss ja für Netze gedacht werden. Die sind vom Kanton. Also schlussendlich muss eigentlich jede Stadt eine Smart City werden, oder? Also ich weiß nicht, ob jede Stadt eine Smart City muss werden. Was ich aber ganz fest glaube, ist, zum Beispiel ist vorhin gebracht worden, es macht keinen Sinn, wenn man Prozesse und Dienstleistungen nur halbwegs digital anbieten kann. Also, und wenn wir da nicht zusammenarbeiten, wird das nie funktionieren. Unsere Prozesse, die gehen über die verschiedenen Staatsebenen hinweg. Die fangen meistens oder sehr oft bei den Gemeinden an, aber hören nicht dort auf. Und wenn wir da nicht alle zusammenarbeiten, wird es eben immer die Medienbrüche geben. Das ist genau das, was wir nicht wollen. Also, wenn ich ergänzen darf, also Smart City für mich hört nicht an der Stadtgrenze auf. Das Thema Mobilität ist klar. Also, man muss mit der umliegenden Gemeinde und so weiter zusammenarbeiten. Absolut. Lorenziaki, das Beispiel, das wir gerade diskutiert haben, mit dem vom nicht zum Ende denkt, das ist auch das Beispiel, das mir einleuchtet. Wie ich vorhin gesagt habe, das Mail, das ich dann gleich noch ausdrucke, das sollte man heute aber ein bisschen weiter sein. Solche Sachen leuchten ja mir ein. Das ist ja eigentlich auch umsetzbar. An was hat man jetzt denn? Ja, glaube ich. Bei aller Kritik und bei aller Langsamkeit muss man gleich auch sehen, dass wir für einen Weg zurückgelegt haben. Also, was man heute für Dienstleistungen hat und eben für Werkzeuge da sind, ist schon noch anders als noch vor 10, 15 Jahren. Und vielleicht sind andere Länder weiter. Aber nichtsdestotrotz, also der Zug ist gestartet und dort geht es auch weiter vorwärts. Ich denke, es ist einfach wichtig, dass man bei all diesen Überlegungen eben nie vergisst. Wir haben es eigentlich schon zwei, drei Mal gehört. Das finde ich schön, dass es so früh kommt, dass man sagt, im Zentrum steht der Mensch. Also die Bürgerinnen und Bürger von der Schweiz, egal jetzt von Bern oder St. Gallen, wo immer sie wohnen, die sollen profitieren von diesem zusätzlichen Instrument, von diesem zusätzlichen Werkzeug, das uns Digitalisierung gibt. Und das müsste der Anspruch sein, wenn man dort die Entwicklung vorantreibt. Frau de Meuron, wir bleiben gerade beim Menschen. Wir müssen ja auch sehen, es gibt Menschen, die digital oder technisch lange nicht auf dem Niveau sind, wie vielleicht die Runde hier, wo vielleicht knapp mit einem Computer zu schlagen kommen, vielleicht nicht einmal einen Computer daheim haben. Also ich sehe immer noch den älteren Herr oder die ältere Frau, die mit dem Postbüchel irgendwo im Krämerladen versucht einzuzahlen. Die Leute gibt es irgendwo, die muss man können, mitnehmen. Das sind wahrscheinlich eventuell auch nicht die Leute, die ich so zuschaue, aber trotzdem, die muss man können abholen. Unbedingt. Mir kommt da ein Beispiel in Sinn von den Spartickets, die Transportunternehmungen haben eingeführt haben. Nur zugänglich über die digitalen Kanäle, also auf dem Smartphone oder über das Internet. Das schließt all die aus, die diesen Zugang nicht haben. Und ich denke, dort ist man gefordert, als Transportunternehmung oder auch wir als Gesellschaft oder auch als öffentliche Hand, die Leute zu befähigen. Weil wenn man nämlich denen, zum Teil sind es ja vor allem auch ältere Menschen, die dort vielleicht mehr Hemmschwellen haben, muss aber nicht sein. Für mich ist das nicht eine Frage vom kalendarischen Alter. Aber die Leute befähigen. Und wenn man denen dann aufzeigen kann, wie einfach das ist, im besten Fall ist es ja einfach, weckt man die Freude und den Spass. Und dann kann man jetzt im konkreten Fall von einem Sparticket wirklich auch dazu einen Beitrag leisten, dass die Leute das nutzen. Und wir wissen dort, dass man so sehr wohl auch die Mobilität verlagern kann. Also das Ausfährtchen passiert eben vielleicht nicht mehr mit dem Auto, sondern das nächste Mal mit dem öffentlichen Verkehr. Und das verstehe ich unter Smart und der Nachhaltig. Herr Haller, jetzt haben wir wahrscheinlich ganz viele Felder, die man ansetzen kann und die man versuchen kann, umzusetzen. Irgendwo muss man Prioritäten setzen. Was macht denn Sinn, was man in Digitalisierung für Themen als erstes beachtet und vielleicht solche, die man eher hinten anstellt? Gut, das Thema Smart City ist natürlich sehr, sehr breit. Da haben Sie recht, da kann man alles Mögliche machen. In der Schweiz ist hauptsächlich im Moment, denke ich, Thema Energie, Thema Mobilität sind die grossen Sachen. Und ich denke, es ist durchaus sinnvoll, dass man dort etwas macht, weil da kann ich relativ schnell Resultate erzielen, wo die Leute auch verstehen, wo der Nutzen auch verständlich ist. Eben Ökologie ist ein Schlagwort drin. Ich denke, wirklich wichtig ist eben, dass man offen darüber kommuniziert. Also, dass es nicht irgendwelche Technikprojekte sind, wo nachher der Bürger sozusagen angeschmissen wird und sagt, schau, da haben wir, das ist nicht super, sondern dass man eigentlich die von Anfang an mit involviert, dass die auch können. Da sind wir eigentlich in der Schweiz recht gut aufgestellt mit der direkten Demokratie, dass man so ein Instrument eigentlich durchaus auch kennt, dass die können sagen, ja, wo brennt es denn, wo hätten wir gerne etwas. Und sagen wir zuerst mal diese Sachen macht, wie wenn man mal den Nutzen sieht, dann ist, glaube ich, die Akzeptanz nachher auch grösser.
Ja, und dann Gimmel, wenn wir schon auf die Stadt Bern schauen, wie ist die Stadt Bern eigentlich unterwegs auf diesem Weg? Bist du da zufrieden? Also ich glaube, die Bandbreite liegt genau zwischen diesen Beispielen drin. Ich glaube, das eine ist die grossen Systeme, also Transportsystem, Energieversorgung, die ganz grossen Fragen von Stadtentwicklung. Und da darf ich sagen, die Stadt Bern mit dem Stadtentwicklungskonzept, das sie vor 10 Jahren erstellt hat, eigentlich ganz viele wichtige Eckwerte über Entwicklungszustände, über Qualitäten des Zusammenlebens, über das Bündeln von öffentlichem Verkehr und so weiter hingelegt. Und das andere ist der Grundsatz, so wie die DNA von nachhaltiger Entwicklung in Stadt Bern, die eben die Partizipation ins Zentrum stellt. Wir haben eine sehr ausgeprägte Quartierpartizipation und damit die Möglichkeit an formaler Mitwirkung. Nur das Beispiel war ja ein anderes, nämlich was passiert im Lebensumfeld der Menschen direkt. Und ich möchte einfach anfügen, in Corona-Zeiten müssen wir nicht zu weit suchen. Es ist in der Kürze hat es Nachbarschaftshilfe gegeben. Und die ältere Generationen, die noch nie eine Funktion von Online-Zahlung sich hätten angemutet, haben auf einmal mit Twint die Einkäufe von Nachbarschaft realisiert, ohne dass der Staat den Finger gekrümmt hat. Und das wollte ich zeigen, das ist die grosse Chance, die wir gemeinsam nutzen wollen, die Bevölkerung teilhaben. Weil das Verhalten, das ändern wir nicht in den grossen Systemen, das hat immer mit dem persönlichen Einschätzen von einer Situation, auch im Guten für die Umwelt, für die eigenen Lebensumstände, für die nächsten Generationen zu tun. Und das wie erlebbar machen, das ist das, was unsere Zusammenarbeit eben sehr konkret muss sein muss. Und nicht, dass wir den ganzen Tag sagen, all wir müssen und wir sollten. Und ich glaube, es lebt davon, dass Behörden sagen, jawohl, wir arbeiten jetzt zusammen auf der horizontalen Ebene, aber auch Städte und der Kanton sich benennen auf Standards. Und das wird Menschen ganz konkret in den Alltag rein berühren. Und das ist der Schritt, wo wir dran sind. Und wir als Stadt stehen genau dort eigentlich an dem raumöffnenden Schritt, wo wir mit dem Kanton, aber auch in Partnerschaft mit den grossen Berner Städten, da einen grossen Schritt vorwärts gehen. Du hast recht, es ist ganz viel gegangen in dieser Pandemie, die vorher nicht für möglich war. Ja. Andererseits muss man aber festhalten, braucht es so einen riesen Anschub, wie eigentlich so eine Krise, dass sich in kurzer Zeit etwas bewegt? Also brauchen, sagen wir so, man kann in der Krise das Positive sehen. Das ist sehr ein gutes Beispiel. Ich denke auch, dass dann viele Menschen gemerkt haben, Homeoffice geht im Fall. Man muss es ja nicht ab 5 Tage machen, wenn man es freiwillig wird und nicht in einer Krise nimmt. Aber wir sehen auch dort, wie man Wege sparen kann, dank der Technologien, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie kann verbessern. Also so gesehen habe ich persönlich wirklich versucht, in dieser Krise das zu sehen, die Vorteile, die ich mir vorher immer gewünscht habe. Ich habe leider das Rezept nicht, wie wir selber proaktiv in die Richtung gehen. Aber ein Ansatz könnte sein, dass wir das, was wir uns wünschten als Veränderung, genau wie es gesagt worden ist, die Leute lustig machen. Ich sage, smart ist einfach, wenn es gäbig ist, dann machst du es nämlich automatisch. Wenn etwas gäbig ist, dann machst du es. Und dort frage ich mich, was kann denn dort die öffentliche Hand für eine Rolle spielen? Weil das, was gäbig ist, ist in der Regel die grosse Technologiefirmen von Silicon Valley. Was können wir dort als Schweiz, als Hauptstadtregion, was ist unser Part für einen Beitrag zu leisten? Mir kommt konkret eine City-App, kommt mir in Sinn. Oder auch in der Corona-Zeit haben wir als Stadt Thun versucht, mit der Bevölkerung zu kommunizieren und haben gewusst, alle erreichen wir nicht über die herkömmlichen Kanäle. Was könnte dort eine neue Technologie für eine Möglichkeit bieten? Und da merke ich, dass ich da sind wir, glaube ich, noch nicht an dem Punkt, wo wir könnten sein. Welche App wäre jetzt die gute? Jeder pröbelt selber. Da wünsche ich mir ein bisschen mehr Zusammenschluss für die Kräfte, die wir haben, ja besser zu bündeln. Jacki? Ja, das ist natürlich einer der Ansprüche, die wir über die Hauptstadtregion versuchen zu realisieren. Die Hauptstadtregion mit den 5 Kantonen, den verschiedenen grossen Städten und den Regionalkonferenzen, wo sich eben das Thema auch auf die Fahne geschrieben hat, wie so viele Institutionen. Und das ist tatsächlich, glaube ich, eine grosse Herausforderung, irgendwie das Richtige rauszuholen und dann sagen, okay, das ist jetzt der Weg. Auf der anderen Seite geht es, glaube ich, nicht, aber mehr auch Leute, die wirklich da in der Praxis ja gearbeitet haben, ohne Try and Error. Also, wir probieren, etwas funktioniert halt nicht. Und das ist, glaube ich, das ist mit die grosse Herausforderung für die öffentliche Hand, dass wir generell in der Schweiz Mühe haben, Sachen auszuprobieren und nicht funktionieren. Und die Toleranz bei der öffentlichen Hand, die ist eigentlich dann praktisch gleich null. Oder? Wenn dort etwas nicht funktioniert, was man angestossen hat, dann wird es sehr schwierig. Und das ist sicher eine grosse Herausforderung. Also ich würde diesen Punkt gerne unterstützen. Weil die Anwesenden ausgenommen. Aber sonst ist sicher bei vielen öffentlichen Verwaltungen schon ein bisschen eben die Denke da, wir machen etwas und das muss funktionieren und 100% und sonst gibt es einen Skandal und so bringe ich keine Neuerung an.
Also man muss bereit sein, eben gewisse Experimente zu gestalten, auszuprobieren, funktioniert es, wie wird es akzeptiert, etc. und daraus lernen. Und dann wirklich nützlich wird es dann vielleicht erst in der dritten Iterationsstufe, aber nur so können wir einen Schritt weiter. Aber das können nicht Schüsse ins Blaue sein, da muss man gleich durch den Plan, nehme ich mal an. Das ist absolut richtig. Deshalb plädieren wir auch eben für Partizipationsplattformen, wie Jonathan Gimmel vorhin auch schon erwähnt hat, dass Bürgerinnen und Bürger können sagen, okay, wo drückt der Schuh? Wo wollen wir etwas ändern? Wo brauchen wir etwas, wo nützt? Und dann sagen wir, so Feedback gibt es ja auch schon. Ja, ja. Also ich denke, wir haben hier noch ein besonderes Format gewählt. Wir haben gesehen, wir wollen zu Smart-Ideen die Bevölkerung einladen. Wir haben 15 sehr spannende, vielfältige Vorschläge bekommen in Kürze, wo offenbar ein Verwaltungsapparat mit 4'500 Leuten so gerade nicht zustande gebracht hat. Das zeigt, wenn man wirklich offen ist, jetzt sind wir, glaube ich, in einem anderen Thema, oder formale Partizipation, das schreibt sich gebig auf und macht sich gut für das Parteiprogramm. Aber das heisst echt heranlassen, sich echt auseinandersetzen und Perspektiven wechseln. Und jetzt komme ich zurück zu dem Mail, das man ausdruckt, oder von dem digitalisierten Formular. Wenn ich gar nicht in der Lage bin, auch die Inhalte auszufüllen, weil es beispielsweise nicht adressiert ist an eine Person mit Migrationshintergrund, dann werde ich die Kindertagesstättenplätze nie reservieren können. Also wir arbeiten mit Digitalisierung, wenn wir es nicht gut machen. Neue Hürden, anstatt dass wir prinzipiell versuchen, viel mehr Teilhabe durch Inklusion zu ermöglichen. Aber ich glaube, wir müssen bevor, dass wir die grossen Partizipationsanforderungen stellen, schauen wir doch mal auf unser eigenes Dienstleistungsportfolio und stellen uns Fragen, Stadt Thun, Stadt Bern, Kanton Bern, wie durchlässig ist denn das Haar genau? Und sind wir dann bereit, unsere Dienstleistungen, die erfunden worden sind, oft im Studierzimmer und in der Amtsstube, eben den heutigen Verhältnis anpasst, neu aus hineinzudenken. Und das ist eben gebig smart, weil ich ganz frei das konsumieren kann, für rund um die Tour. Und es gibt ja neue Servicekanäle. Da muss ich dann nicht mehr Schalterlogik haben. Da kann ich vielleicht jeder Regionalbibler habe ich von Abend von 5 bis 9 irgendeinen Service, den ich auch ganz andere Gruppen erreiche. Und an dem sind wir dran. In der Diskussion mit dem Kanton machen wir da unsere Hausaufgaben oder anfangsweise. Aber ich glaube, wir kommen jetzt in ein Zeitalter, wo gross im Auf nötig ist, dass wir gemeinsam, und da schaue ich immer auch ein bisschen auf Thun und meine damit die anderen grossen urbanen Räume, dass wir da gemeinsam vorwärts kommen, weil Menschen, die leben nicht in Gemeinden, die leben in Lebensräumen. Das sind Beziehungsräume, Sozialräume und dort brauchen wir Lösungen und nicht auf der Gemeindegrenze bis in Forst raus und nicht die Mauer fertig, sondern irgendwo den Lebensraum Bern und der umfasst sicher die grossen Städte in unserem Kanton. Absolut. Und da sind wir auch wieder beim Menschen, wie der Mensch darauf reagiert, Herr Gabone, als Vertreter vom Kanton. Wir vorhin darüber gehabt, macht der Mensch die Entwicklung mit. Wir sind sicherlich Digitalisierung, die ja nicht einfach heisst, es wird jetzt etwas technisch ein bisschen neuer und hier haben wir ein Tool und da haben wir eine App, sondern es ist eine gesellschaftliche Veränderung damit im Gang. Und es ist einfach die Frage, ist man da von Geschwindigkeit her gut unterwegs? Ist man da gleich auf oder geht es endlich schneller als die anderen? Wie schätzt man das ein? Also ich glaube, die Menschen schaffen wir auf jeden Fall mitzunehmen, was, sofern wir miteinander zusammen reden und die Menschen, eben, wie wir es vorhin gesagt haben, auch mitnehmen. Also ins Zentrum setzen, schauen, was sie brauchen und wie es von dieser Seite aus sieht. Und nicht jeder Mensch wird genau gleich mit und schnell mitkommen, weil wir müssen halt allen die Chance geben, können mitzukommen. Wir müssen halt auch Lösungen finden für die weniger oder gar nicht mitkommen. Also die müssen so eine Gelegenheit haben. Wir haben es vorhin gehört, verschiedene andere alternative Modelle. Ich kann mir vorstellen, dass der Postel plötzlich an der Tür irgendwie einen Service könnte anbieten, ja. Also ohne fertig gedacht zu haben. Aber ich glaube, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Denkt ist schon viel. Und ich glaube, was so wichtig wird sein, ist, wir können ja nach links und rechts schauen. Wir müssen ja nicht alles selber erfinden. Also da gibt es ja schon viel, was erfunden ist. Und wir müssen es wahrscheinlich eher adaptieren. Das wäre lustigerweise hier meine nächste Frage sein, Punkt der Tools tatsächlich. Kann man da auf bestehende Sachen, auf bestehende Technologien, auf bestehende Systeme zurückgreifen? Oder wie sieht das grundsätzlich aus? Soll ich nicht, wer da am ernsten die Frage beantworten? Vielleicht anfangen, dass Smart Cities, was das genau ist, das ist von Stadt zu Stadt eine andere Ausgangslage. Und das ist immer wichtig. Ja, weil einfach die Geschichte eine andere ist. Also ich habe gesagt, Bern hat sehr ausgeprägte partizipative Möglichkeit, also die muss man nutzen, also muss man wieder da hängen. Also jede Stadt muss für sich auch die Hotspots benennen, Prioritäten. Aber ich bin ganz sicher, dass insbesondere die, ich sage jetzt vor allem die Behördenplattform,
die eben das Miteinander ermöglichen, die, die der Mensch gar nicht mehr lassen, merken, bin ich jetzt bei der Gemeinde oder bin ich jetzt beim Kanton, dass das etwas ist, was wir gemeinsam müssen definieren müssen. Wir haben heute schon viel darüber geredet, ja, Gesetze fehlen, die Spielregeln fehlen, was man alles hat. Ich bin ganz sicher, dass wenn wir Behörden wollen, dann können wir auch bei all dem, was schon möglich ist, auch schnell Fakten schaffen. Genau da habe ich das Gefühl, man muss nicht alles erfinden, also Best Practice ist das Zauberwort dafür, aber man muss die Verantwortung höchstpersönlich übernehmen, dass man aneinander alles zudient. Also Ergebnis offen sein, anschlussfähig, Standards anwenden. Wenn man das nicht macht, ist das unmöglich, dann werden wir schon innerhalb der eigenen Verwaltung neue Hürden bauen. Also das Prinzip, dass jeder Steuerfranken eigentlich einmal soll ausgegeben werden und alle öffentlichen Hände sollen nutzen davon. Genau um das geht es jetzt. Und da müssen wir Entscheidungen fällen. Und das ist unsere Verantwortung und nicht der nächsten Generation. Aber die Schwierigkeit ist schon quasi, wir lesen so, wir hören so ein bisschen aus, wir wollen alle das Gleiche oder ihr wollt alle das Gleiche, da ist man sich einig. Und jetzt geht es aber darum... Wer fährt an? Ja, genau. Und wie kommuniziert man untereinander? Und kommuniziert man richtig und kommuniziert man so genug, wie es braucht? Ich habe die Erfahrung gemacht, meistens kommt, man kann immer noch ein bisschen mehr kommunizieren, als man tut, obwohl man schon ganz viel tut. Aber seid ihr euch da einig oder sagt ihr, da haben wir irgendwo ein Problem, wo zuerst das muss verbessert werden, bevor wir zusammengehen können? Also, für mich ist klar, eigentlich ist alles da. Es braucht politische Gestaltungskraft. Und unsere Issues, also unsere Themen, Herausforderungen, auch was funktioniert, das ist identifiziert. Und jetzt geht es auch um politische Verantwortung. Ich darf sagen, der Kanton Bern hat mit seiner Digitalstrategie seine Hausaufgaben gemacht. Jetzt geht es darum, den Rahmen aber zu füllen mit Inhalten. Das entsteht nicht mit Papier, sondern mit konkreten bevölkerungsnahen Services. Also, da braucht es die Städte dafür. Alle Menschen leben zuerst in der Gemeinde. Und da sind wir gefordert, wir als Bern, wir haben das auch wirklich im Sinn, das kann man heute in der Zeitung lesen, und wir wollen das mit Thun und Biel und können es zusammen machen, also wirklich vorwärts gehen in nächster Zeit und uns darauf messen. Also vielleicht ergänzen, das ist völlig verstanden, was du gesagt hast. Sie haben am Anfang auf Technologie angesprochen. Ich werde einfach einen Kollegen aus Amsterdam zitieren, der dort in Amsterdam Smart City Sachen macht. Und Amsterdam ist eine von der Städte, die weltweit am weitesten ist. Seine Aussage war, Technology is never the problem. Also Technologie ist nicht das Problem, die ist da. Die Frage ist, wie tut man die nutzen? Die politischen Sachen, die du angesprochen hast. Wer hat die Hoheit über Daten? Das ist nicht irgendwie, ich sage jetzt mal, ein grosser amerikanischer Konzern, der kann ihnen eine Plattform aufstellen für als Grundlage für die Smart City. Funktioniert alles wunderbar, aber der hat dann vielleicht auch die Hoheit über Daten und das wollen wir vielleicht nicht. Also deshalb ist dann auch die Politik gefordert, da entsprechend einzugreifen. Natürlich mit ganz wesentlichen Punkt. Ich glaube, wir müssen auch neue Wege finden, wie ich mit meinen Daten, dass ich darf entscheiden darf, was mit denen passiert und einen Gegenwert bekomme. Aktuell sind wir einfach in einer Umwelt, wo das nicht passiert. Meine Daten gehen neu her und ich kann nicht entscheiden, was mit ihnen passiert. Aber ich gebe es freiwillig. Hingegen dort, wo sie eigentlich helfen würden, denke wieder an die Covid-Situation, dort kommt der Datenschutz oder auch in vielen anderen Bereichen, wo richtig und wichtig ist. Aber ich glaube, wir müssen neue Formen finden, wie gehen wir mit unserem Datenschutz um. Ja. Weil irgendwo zum Teil erlebe ich das fast ein bisschen grotesk. So, also, ich meine, zum Beispiel, ich bin auf Google und der Weltkonzern sucht mir alles ab, Anker um. Wenn es hier jetzt gerade helfen würde, in der aktuellen Situation sind es Tankbungen, weil wir schweizerisch gesetzliche Regelungen haben, wo es irgendwelche Sachen vorbei. Ja. Absolut. Morgen war eine Frage an das Publikum, welche Daten wären wir bereit, um abzugeben, freiwillig. Mehr als eine Mehrheit hat gesagt, sie wären verstanden, Mobilitätsdaten abzugeben. Und Mobilitätsdaten sind extrem wichtig für das Weiterentwickeln des öffentlichen Raums, für das viel effizienter zu machen. Und wir haben nicht vergessen, Smart kommt von Nachhaltig, heisst, wir wollen ja auch noch Ressourcen schonen, oder? Und von dem her habe ich schon das Gefühl, wegen dem Try and Error noch, oder? Es gibt einfach einen Bereich, der null Toleranz ist aus meiner Sicht. Wir haben das Vertrauen als Behörde vor der Bevölkerung, Datensicherheit und Datenschutz, es ist das Beste zu ermöglichen. Gescheit, oder? Dass man es damit arbeiten kann. Und dass jeder Mensch selber entscheiden kann, was mit den Daten geht. Und ich finde, dort haben wir ganz hohe Latte, weil das unser Grundvertrauen ist, das wir überkommen von der Bevölkerung. Aber mit dem eben in das Führungssystem kommen, mit dem den öffentlichen Raum zu gestalten und dann gescheit zu brauchen, ich glaube, da muss man eben die Angst ein bisschen, die Handbremse ein bisschen lösen und eben in eine gute Form hineinkommen. Aber auch das schaffen wir alleine, das ist ja nicht Sache vom Kanton, das ist nicht so von der Hochschule, sondern das müssen wir gemeinsam auch aushandeln, ich glaube, mit der Zivilgesellschaft, wo ist da
Grenzen. Wir haben gesehen, bei EID, es ist nicht gemacht, wenn der Bund entscheidet, okay, das sollen letztlich private oder alte Regiebetriebe machen. Das lehnt die Bevölkerung vollständig ab, in der Deutlichkeit, wie ich mir nie vorstellen kann. Also wir haben hier auch Learnings, das ist ein sensibles Gebiet, aber wenn wir mit offenen Karten spielen, für das machen wir so Digitaltag, dass man so Themen ansprechen kann, dann wird es Lösungen geben, und zwar in absehbarer Zeit, da bin ich ganz sicher. Bevor ich noch schnell auf das Globale kommen und wo wir vielleicht eventuell auch herstellen, du hast vorhin gesagt, wir sind ja per Du, Jonathan, Entschuldigung. Jede Stadt ist etwas anders, jede Stadt hat die anderen Parameter zu beachten. Wie ist es bei Thun? Wie ist bei euch die Ausgangslage? Wir wollen, es ist ein Legislaturziel, wir wollen Smart City sein und es ist richtig gesagt worden, jede Stadt muss für sich selber definieren, wie sie sich versteht als Smart City. Wir orientieren uns klar am Smart City Circle und setzen dort auch die Themenschwerpunkte, setzen, wo wir Handlungsbedarf sehen und werden dort entsprechend auch Massnahmen einleiten. Ich würde mir aber auch sehr wünschen, dass wir die Bevölkerung stark einbeziehen und die Wirtschaft. Wir haben einen Verein, der sich gegründet hat, der sich bewusst nicht Smart City Thun nennt, sondern Smart Region Thunersee. Wieso? Ist auch richtig gesagt worden. Es hört nicht an den Gemeindegrenzen auf. Es soll andere Gemeinden einladen. Und wir dürfen noch weiterdenken. Ich finde die Vernetzung ganz wichtig. Mit anderen Städten, mit dem Kanton zusammen können auch das Testfeld dürfen bieten, als Stadt Thun, als Stadt Bern. Was wollen wir? Wo wollen wir her? Und auch versuchen, wie können wir unsere Stadt auch Thun attraktiver gestalten. Wenn ich da einhängen kann, das ist natürlich genau das, was wir ja versuchen als Hauptstadtregion, um zum einen die öffentlichen Institutionen zusammennimmt, aber eben auch zusammenbringt in der Smart Capital Region mit den Unternehmungen. Es sind unterschiedliche Denkweisen zum Teil da, aber die durchaus eben helfen, dass es vorwärts geht, die helfen vielleicht auch neue Ideen zu entwickeln. Ich habe vorher nur noch so überlegt, ja, jede Stadt hat jetzt eben einen Digital Officer. Ich glaube, das ist, kann ein guter Schritt sein, aber wirklich im Ziel ist man dann vermutlich, dass eben die überall dann wieder gestrichen sind, weil es dann nämlich nicht mehr braucht und in jeder Einheit automatisch dauert noch ein bisschen. aber dass man dann automatisch mitdenkt, oder dass nicht von extern jemand kommt und sagt, ist denn noch digitale Entwicklung, wo man noch daran denken sollte, das wäre das Ziel von der Entwicklung. Jetzt haben wir gehört, wie es Bern aussieht oder was Bern wird. Wir haben es von Thun gehört oder von Region Thun. Wenn wir den Blick auf die Schweiz werfen, gibt es geografisch gesehen Orte, wo etwas weniger passiert als jetzt hier? Oder Orte, wo noch mehr gemacht wird oder wo noch mehr Gas gegeben wird? Und die müssen vielleicht eine Forschung übergeben. Das ist jetzt natürlich ein heikler Punkt, wenn ich sage, wer macht das am meisten in der Schweiz und wer am wenigsten. Ja, frag doch auch, wer die nächsten Aufträge. nein, aber ich kann es versuchen, so zu beantworten. Es gibt sicher Städte, die sehr, sehr aktiv sind in der Kommunikation und sehr viel machen. Also Beispiel St. Gallen, Winterthur, Basel, Bern ist zumindest bisher in meinem, wie ich es gesehen habe, weniger aktiv in der Kommunikation. Ich sehe aber, da passiert eine Änderung im Moment. Das ist zumindest meine Auffassung. Kannst du vielleicht noch etwas dazu sagen? Aber eben, ich würde sagen, es sind unterschiedliche Regionen an unterschiedlichen Stellen im Moment. Aber man sieht schon, dass die Leute versuchen, miteinander zusammenzuarbeiten und auch voneinander zu lernen. Kommunikation, vielleicht zu dem noch etwas. Das ist ein wichtiges Thema. Also, ich habe wieder Eindruck, das Berner Lebensgefühl, das besteht nicht von den angekündigten Medien. Also das gilt, würde ich sagen, das ist halt ein bisschen unsere Situation. Und ich habe den Eindruck, dass die 20 Jahre rot-grüne Nachhaltigkeitspolitik halt ihre Spuren hinterlässt. Wir haben wahnsinnig gute Lösungen von Entsorgung und Recycling bis Schulinformatik. Aber das ist, und das denke ich, ist schon das Thema, die sind in sich sehr gut. Oder gut, aber so das vernetzte integralen Planen, das ist jetzt der Bereich, den wir ja jetzt auch identifiziert haben. Das ist unser grosser Schritt, für den wirklich in eine nächste Geländekammer kommen. Aber es ist auch nicht der Eindruck, eben, es wird sehr viel gut geschaffen und das liegt ja auch daran, dass die öffentlichen Hände dort alle in einer ähnlichen Ausgangslage waren. Also ich habe übrigens auch nicht Mühe, in Corona-Zeit auf Zürich zu schauen, was die für einen One-Stop-Shop anbieten für die Behörden, und sagen, es will ja. Und jetzt gehe ich nicht einen neu finden, sage mindestens so gut wie der soll meiner sein. Und vielleicht haben wir ja zusammen noch eine Entwicklung, die beiden Freude macht. Und genau so geht es, da ist schon Steuerfranken geflossen. Und eigentlich müssen wir doch das teilen. Also
ich hätte jetzt noch die Hoffnung, dass wir unverkrampft schauen können, wo was am besten funktioniert. Aber nicht jeder Sensor, den man montiert in einem Glascontainer, ist eine Medienmitteilung wert. Das, muss ich sagen. Das ist richtig. Wenn wir so schnell global anschauen, gibt es global Länder oder Regionen, wo man weiss, die machen auch vorwärts, die haben vielleicht sogar vor die Trauen, oder sind wir die, die vor die Trauen haben? Wie sieht das aus? Also ich glaube, man muss auch die Entwicklung der Smart Cities anschauen. Am Anfang ganz klar technologiegetrieben, ja. Ist der asiatische Raum sicher Vorreiter gewesen. Dann sind die nördlichen Länder dazugekommen. Das ist, denke ich, auch die Entstehungsgeschichte, die wir heute aber stehen, sagen so Smart City 4.0 kommen, den Menschen auch ins Zentrum stellen, was mich persönlich sehr freut. Wir haben es ja auch gehört, Partizipation, die uns auch wichtig ist. Eine Stadt dorthin entwickeln, wo sie attraktiv ist, das definiere ich ja schlussendlich, definiert das ja die Bevölkerung. Und von dem her ist jetzt nach meinem, aber ich bin nicht Expertin, aber ich würde jetzt meinen, ich glaube, Europa hat da aufgeholt, was die Länder im Norden anbelangt, aber auch die Länder, die von Anfang an unverkrampfteren Umgang haben mit ihren Daten. Also wenn ich da so Estland, Lettland, die Länder vor Augen habe, ich weiß nicht, wie das die Herren sehen. Ja, also ich denke, also in Europa muss ich Amsterdam nennen, wo ich genannt habe, Wien, München, Hamburg, London, wo alle Akteure, Barcelona, die haben so zum Teil andere politische Probleme, aber in dem Bereich sind sie durchaus führend. Und zu Asien muss ich sagen, ja, China kann natürlich einfach entscheiden, wir machen jetzt Smart City und stampfen die aus dem Boden, super schnell. Ja, es ist vielleicht schön, dass es schnell geht, aber ich glaube nicht, dass wir das System von China da anwenden. Also von dem schnell gegangen sind ja die 30 Minuten, wir sind schon in der Schlussrunde angekommen, es tut mir schon ein paar leid, jetzt wollen wir so richtig loslegen, Capone. Aber sagt noch schnell, in 10 Jahren, wie sieht die Situation im Kanton Bern aus, punkto Smart Cities? Also ich glaube, so wie wir es angetönt haben, wenn wir jetzt das machen, was wir angesprochen haben, dann werden die Leute, die in Bern wohnen, wirklich können digital ihre Services nutzen, egal wenn, egal wo. Und das wird durchgängig sein, glaube ich, ganz klar. Wunderbar. Ich danke dieser bunten Runde für die angeregte Diskussion innerhalb von 30 Minuten. Es war ein bisschen knapp gewesen, der Messe für 5 Gäste, aber wir haben es geschafft. Merci vielmals, Frau de Meuron. Danke, Lorenziaki. Merci vielmals, Roberto Capone, Stefan Haller und Jonathan Gimmel.